Herr Hoxton? Ja. Eigentlich hatten wir doch vor, Sie beim Barbier zu lassen. Ja, ja, ich wollte eigentlich, ja, wir sollten ja eigentlich zum Weißen Haus, aber ich denke mal, wir gehen zur Siedlung. Zur Campus-Siedlung. Okay, ich gucke auch mal auf der Karte. Ist nicht weit weg, glaube ich. Ich glaube, Schnellreise können wir gar nicht machen, glaube ich, oder? Doch, klar, können wir. Jo, dann machen wir das doch mal. Eine Schnellreise zur Campus-Siedlung. So sieht's aus, weil jetzt kommt gleich der Schneuzi ab. Also geht ja gar nicht. Ist ein Sexsymbol sozusagen. Ja, der Ausdruck. Das, sagen Sie. So, da bin ich. Nee, ich sag's nicht. Ich bin noch nicht da. Sie sind schneller da. Jetzt bin ich da. So, dann gehen wir. So, dann gehe ich mal zu dem Kollegen da. Der wird mir ja schon angezeigt. Ah. Er sieht sogar durch zur Wände, sieht er den Friseur. Ja, alles. So, wir müssen jetzt erstmal den Friseur erstmal. Da müssen wir jetzt erstmal. Ja. Joshua Summers. Ist der das? Ja, hier ist der, glaube ich, ne? Ist der Pläne der? Bringen einem wenig, wenn man keinen Ort hat, hey, an dem man sie umsetzen kann. Jo, hier kann. Ist er. Deshalb verkünde ich mit Stolz die Eröffnung der Werkstatt. Ah. Zivilisten in Not. Dann rekrutieren wir den mal. Hallo, ich bin Joshua Summers, Arzt. Wie es scheint, werden meine Dienste im Weißen Haus gebraucht. Ich bin sicher, wir sehen uns da. Friseur freigeschaltet, endlich! Er ist Arzt, haben Sie es gehört? Ja, gut, der kann mir. Ja, gut, wenn er Ohr abschneidet, dann können wir auch direkt. So, wo ist denn der Derek Chung? Wo ist der denn? Ich weiß nicht, der soll ja auch irgendwo sein. Wird ja auch irgendwo. Ah, hier ist noch einer. Kann er das sein? Ja, hier ist er. Ja, ich quatsch mal mit dem. Letzte Woche haben die Outcasts das Lager an der Constitution Avenue übernommen und senden über die Masten dort Propaganda. Außerdem gibt es dort jede Menge Werkzeuge. Das habe ich mir gedacht. Schön. Dann den nächsten. Der ist hier hinten irgendwo. Da ist er. Aber das nützt uns nichts. Die Outcasts sind zu stark. Den Scott William Gim. Die Ernte sieht wirklich gut aus. Endlich sind wir in der Lage, unser eigenes Essen anzubauen. Hey, Nebeneinsatz entdeckt. Also ich kenne deinen Imker namens Jeff, ein ziemlich schräger Vogel. Die Welt geht vor die Hunde und er scheint das kaum zu registrieren. Und neue Projekte verfügbar. Die Welt geht unter? Ich sollte ihn jedenfalls heute Morgen treffen, um Honig einzutauschen. Aber er kann nicht. Die Welt geht mein Bauchgefühl unter. Sagt mir, dass da was nicht stimmt. Er lebt auf dem Platz in der Nähe der Bank of Japan. Falls Sie zufällig Bank da of Japan. Vorbeikommen, können Sie dann bitte nach ihm Ausschau halten? The Bank of Japan! Alright! So, hey, I can see you in the Projekt night. Ist. Ja. Unser Projekt ist. 12 Uhr. Gucken Sie mal, die bauen hier ein. Gucken Sie mal, wie schön. Ist das hier? Nein, oben. Oben. Euer Meilenstein erreicht. Was? Oh ja. Neuer Meilenstein erreicht. Wer wäre? Der Joshua ist da. Jo, der Yoshi, ey. Hi, Yoshi. Wo ist denn jetzt der Projekt? Oben. Wo oben? Ja. Zivilisten in Gefahr. Hey Agent. Ja, die sind immer in Not irgendwie. Können Sie uns helfen? Ja, klar, ich spende euch was. So, was machen wir denn? Was spenden wir denn? Sag doch mal was. Ich habe jetzt erstmal einen Rucksack gespendet. Ich gucke auch noch mal durch, ob ich noch was spenden spenden kann. Spenden ansehen? Oder was? Oder wie macht man das? Ja, ja, spenden ansehen und dann können Sie die Sachen spenden. Und dann mach jetzt geht der Fortschritt mal. Immer weiter. Okay, das steht. Ich habe jetzt was gespendet. Sie spenden auch Sachen, die Sie eigentlich vielleicht für andere Sachen wissen schon. Jetzt mache ich mal was anderes. Da habe ich was gespendet und da Zielprojekt, Infrastruktur. Und wenn Sie da fertig haben, Darumsunabhängigkeit, das wäre wichtig. Das wäre, glaube ich, wichtig. Ja, ich habe alles genommen, was ich spenden kann. Propaganda unterbinden, da müssen wir noch eine Aktion machen. Steht ja mal bei, was wenn Aktivitäten in Federal Triangle abschließen. Brustpanzer spenden habe ich schon 2 Stück. Stahl spenden habe ich gemacht. Ich habe auch das gespendet. Ich kann auch nichts mehr spenden. Wenn Sie zufällig genug Material haben, können Sie eine Geschützmod anfertigen, aber das Ergebnis ist unvorhersehbar. Okay, ja. Zivilisten ich kann, glaube ich, nichts mehr spenden. Ich habe, glaube ich, alles, wenn ich da... Doch, ich kann auch Kohlefaser spenden. Ich mache mal alles, was ich so spenden kann. Ja, machen Sie mal. Spenden Sie mal. Weil die, oh, das sieht ja toll aus. Da haben die doch auch verdient, jetzt doch mal ehrlich. Hm.
Haben Sie schon gesehen hier die Häuserwand, wie die verzaubert wird von dem jungen Mann da oben? Kann ich nicht, wenn ich spende, kann ich nicht sehen. Sehen Sie, was ich meine? Das habe ich hier noch nicht freigeschaltet hier. Da habe ich noch was gemacht. Darum wäre für die wichtig, ne? Dass die. Und alle habe ich ja schon. Okay. Spendet. Spenden. So viele Sachen spenden. Ah. Da ist halt fast alles richtig ausgebaut. Brauchen das ja auch. Ja, wir müssen aber auch dafür die Nebeneinsätze machen. Ja, macht ja nichts, klar, ja. No problem. Okay. Rettungsteam ausstatten, da muss natürlich auch sein. Auch gespendet. So, und denen geht dann eigentlich ganz gut, ne? Hallo, wer bist denn du? Spielst du Verstecken? Okay. Viel Spaß dabei. Sind Sie jetzt fertig, Herr Hoxton? Nein! Das dauert hier. Nein! Jetzt habe ich, glaube ich, alles gespendet. Wer bist denn du? Belohnung abholbar im Theater. Darf eine Belohnung abholen. Zivilisten in Not. Ja, sieh mal, wer ist denn da? Okay. Alles gespendet. Vorhin abgeschlossen. Ja, gucken Sie mal hinter mir. Oben, an der Wand. Geil, oder? Das wären richtig schöne, interessante Motive. So, jetzt fliegen wir mal eben ganz schnell, weil ich muss zum Friseur, da tut mir was. Wir müssen unbedingt zum Weißen Haus. Ah, jawohl. Wir haben ein paar Einsätze bekommen wieder. Oh ja. Aber wir gehen jetzt zum Weißen Haus. Mhm. Ich bin schon unterwegs, Herr Hoxton. Ich auch. Auf geht's. Haben Sie denn genug Geld für den Friseur? Finde ich schon. Ich kann ja noch ganz viele Sachen verkaufen, so ist das ja nicht. Na, sie haben ja jetzt alles gespendet. Oh, wir müssen uns mit dem Präsidenten treffen. Aber ich denke mal, vorher wollen sie den Friseur. Ja, natürlich. Ich bin da. Beim Friseur? Draußen bin ich. Bin ich auch schon da? Ja, ich bin schon drin, ne? Wir haben hier auch wieder eine Fertigkeit von ihm. Wo ist der Frisi? Ich glaube, hier rechts. Friseur. Ja, Präsi, wir kommen gleich. Hier. Anpassen. Okay, jetzt kann ich. Haare, Gesichtsbehaarung. Oh, jetzt kann ich. Jetzt können sie froh sein. Jetzt kommt er ab. Aber ich habe nicht viele Möglichkeiten, ne? Ja. Ja. Ich will nicht so fette Koteletten haben. Wie sieht das denn aus? Also, tut mir leid, ich habe keine andere Chance. Was denn? Ich kann nicht sagen, ich will kein Bad. Wieso nicht? Geht nicht. Machen Sie ihn ab. Es geht nicht. Machen Sie Kollegen, ist doch scheißegal. Ich kann nur irgend so einen anderen Bad nehmen. Na, das glaube ich jetzt nicht. Ja. Ich kann nur einen anderen, anderen Bad nehmen. Glaube das nicht. Aber hier, alles andere sieht besser aus als das, was ich hatte. Mal so sagen. Was halten Sie denn davon? Ich weiß noch nicht so ganz. Ich frage mich gerade. Hä? Kommen Sie mal her, ich mache das mal anders. Ich mach Kontleten. Ach so, da sind die Tattoos. Habe ich angelegt. Ich sehe sie aber noch nicht. Was nicht? Nein, ich sehe sie noch nicht. So geht das nicht. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht geht. Ich sage nur, ich sehe es im Moment noch nicht. Hä? Da habe ich kein Geld, das zu machen. Ich
weiß es nicht, Herr Hoxton. Doch, habe ich doch. Okay. Gesichtsbemalung brauche ich nicht. Arm-Tattoos, Bein-Tattoos, Haare. Haare könnte ich vielleicht ein bisschen ändern, aber... Glatze nicht, wie sie sieht. Jetzt muss ich mit diesem... Oh Gott. Mit diesem Schnäuzer noch weiter? Nein, brauchen sie nicht. Ich gehe mal zum Quartiersmeister, während sie sich hier frisieren lassen, ne? Ja, ja, Mann. So, Freunde, wir gehen mal zum Quartiersmeister. Wir gucken mal, was der uns für eine Fertigkeit anbietet. Hallo, bereit, eine neue Fertigkeit zu erlernen? Ja, gerne. Was können wir denn? Ach, das Schild. Ja, das nehmen wir dann auch mit. Und zwar haben wir ein Schild. Bollwerk, Kreuzfahrer. Huhu. Ich hab den Schnäuzer immer noch. Oh nein. Ich will ihn nicht. Wir machen mal den hier. Warum kann ich den nicht anlegen? Ich weiß es nicht, aber... Ich habe keine Ahnung. So, die Vorteile haben wir auch noch. Da haben wir einen. Einen Vorteil. Huhuhu, ist ja nicht viel, ne, Freunde? Warnung, einige Gegner wurden nicht angewendet. Wollen Sie sicher gehen? Ja. Ich hab den Schnäuzer immer noch. Ja, hast du dann nicht durchgezogen, ne? Was nicht durchgezogen? Ja, Schiss gehabt, ne? Nein, ich verkaufe jetzt erstmal was. Wenn ich überhaupt was habe zu verkaufen. SHD-Technik, schwere Kopfgeldeinsätze. Ja, komm, dann machen wir. So, ich verkaufe jetzt erstmal einen. Ich verkaufe jetzt alles, was ich habe. Weil Geld habe ich ja eigentlich genug. Stehen mir im Bild. Nehmen wir mal die Ressourcen, ist vielleicht auch ganz gut. Wiedersehen. Wiedersehen, jawohl. So, kann ich denn auch was verkaufen? Bestimmt, ne? Bestimmt, aber ich kann noch mal nachgucken, ob ich da noch irgendwas aufrüsten kann, Freunde. So. Hier haben wir noch ein Holster, ein 50. Ich habe jetzt $3.900. Mit Ihnen handle ich gerne, Agent. Jetzt gehe ich noch mal zum Friseur, weil gucken Sie mal, ich habe den immer noch, den Schnäuzer. Ja, das geht ja gar nicht. Also gehe ich jetzt noch mal dahin. Irgendwie nicht gesagt, dass das ausgeführt werden soll oder so. Doch. Anpassen. Hm. So. Jetzt noch mal. Gesichtsbemalung. Warum? Das geht nicht. Wenn ich hier drauf drücke auf Anlegen, tut das nicht. Na so. Warum nicht? Tja, das kann ich Ihnen nicht sagen, Herr Hoxton. Kostet 800? Ja. Ja? Ja. Und ich kann das nicht machen. Unglaublich. Oh, der hat einen Waffenstand. Mann, der hat die wohl angelegt, so ist das nicht. Aber... Da muss ich auch hier drauf drücken oder viel da. Viel Freude an Ihrem Einkauf, Agent. Ich habe noch keine Farbplätze, schade. Kohlefaserleiter. Bestell das nicht. Ich, doch mal. Ich hoffe, das wird Ihnen helfen. Das nicht. Ich kann dir das mit nicht Ihnen sagen. Mache ich gern Geschäfte. Hab ich die jetzt angelegt? Muss mal eben gucken. 1,6 Waffenschaden, ja geil. Hat der noch was mit Waffenschaden? Nein, so, jetzt hat's geklappt. Immer schön, Sie zu sehen. Ja, also. Kommt doch mal her. Gefällt Ihnen da so besser? Wo sind Sie denn? Oh, was ist das? Ja, auf jeden Fall. Das ging nicht anders. Aber wenn Sie die Brille vielleicht, das sieht jetzt aus wie Sherlock Holmes. Moment, die Brille, Moment, das kann ich ja hier machen. Noch einen kleinen Schnauzer, ne? Ja, ja, gut, das ging nicht anders. Warte mal, die Brille tauschen, bei Bekleidung, ne? Hm. Wo ist die Brille? Das ist doch keine Brille. Ach, da. Stöhnen Sie so. Obwohl, wir haben dieselben Brillen, ne? Könnte jetzt kaufen Brillen, ne? Aber... Nee. Ja, dann wollen wir mal mit dem Präsidenten sprechen, ja? Das müssen wir aber aufnehmen, ne? Wir nehmen ja, oder? Herr Hoxton! Oh. Ja, Entschuldigung. Jetzt hat er keine Rotzbremse mehr, jetzt ist er sofort total ein anderer Mensch.
Ja, man merkt es. Aber es geht, ne? Ist okay, ne? Habe ich da was im Lager eigentlich? Ne, habe ich gar nichts. Wir gehen jetzt mal zum Prazy. Ja, zum Prazy. Dann gehen wir mal hier Prazy? Zum Prazy. Hier oben, ne? Mhm. Prazy. Okay, aber jetzt ruhig, ne? Wo jetzt? Trete jetzt. Ah, da wären wir. Ich wollte Ihnen persönlich danken. Wenn Sie nicht gewesen wären, wäre ich immer noch in der Hand dieser Hyena-Arschlöcher. Wir alle sind der Division zu Dank verpflichtet. Für die Opfer, die Sie gebracht haben, um das Land zusammenzuhalten. Sie sind der Doer of Deeds, wie Roosevelt sagte. Nun liegt es an mir, Ihre Taten so zu dirigieren, dass sie allen dienen. Wie Agent Kelso vermutet hat, es wurden Proben eines Breitbandvirostatikums nach Washington D.C. geschickt, um die Regierung zu retten. Um es klar zu sagen, es ist ein Mittel zur Bekämpfung von Virusinfektionen. Polio, Grippe, Dengefieber, Erkältungen, grünes Gift, kein Impfstoff. Ein Heilmittel. Ich weiß, wo sich dieses Paket befindet, aber um es zu bekommen, brauche ich die Aktentasche, die ich an Bord der Air Force One bei mir hatte. Wir glauben, dass die True Sons diese Aktentasche im Kapitol haben. Hm. Dann holen Sie sie. Mir egal, wie Sie es tun. Tun Sie es einfach. Wenn wir dieses Land wieder auf die Beine stellen wollen, müssen wir bereit sein, Dinge zu tun, die nicht populär sind. Aber ich will hier keine Wähler gewinnen. Ich bin hier, um was zu tun. Und das erwarte ich auch von Ihnen. Absolut. Hm. Wir müssen... Der Prezi hat gesprochen. Sammelobjekt Teilgruppe vollständig, okay. Hammer des Sprechers. Stufenaufstieg 15. Sammelteilobjekt vollständig. Wieso habe ich jetzt die Stufe erreicht? Wieso hänge ich in der Tür fest? Weiß es nicht. Wir hängen. Ich hänge in der Tür fest. Dann gehen Sie doch mal rein, wenn geht. Wir hängen. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's. Wir müssen einmal zum Quartiermeister. Ja, der ist unten. Neue Fähigkeiten. Machen wir noch eben. Matti, wo bist du? Wo ist der denn? Ist doch hier, ne? Ja. Der Junge. Guck mal auf der Karte, okay. Freunde. Was nehmen wir denn? Was haben wir denn hier? Kapitol ist gesperrt. Stufe 15, Freunde. Oh, wir haben noch so viele Safehäuser drin, ne? Ja, wir haben noch einiges noch. Einiges. Agent, wir haben ein Problem. Die True Sons haben einen Kontroll. Die Hyenas haben eine Drohne abgeschossen, die Shaytech aus einem Versteck holen sollte. Sehen Sie bei der Absturzstelle nach, was noch zu retten ist. So. Und wir haben natürlich noch einen Haupteinsatz, Stufe 18. Feuerteufel. Nee, nee, das tue ich nicht. Ich leg hier nicht an, ich schalte ihn nur frei. Ganz weit noch nicht freigeschaltet. Jetzt haben wir noch Vorteile. Technologie. Also SAD-Tech haben wir noch. Ja. Können wir was freischalten, ne? Ja. Was halten Sie denn davon in East Mall? In der East Mall, den ganzen Bereich. Das ist ja eigentlich unsere Stufe, die wir jetzt noch machen können. Da gibt es 1, 2, 3, 4, 5 SAD-Tech-Behälter und ganz viele Nebeneinsätze noch. Und zwischendurch auch noch so, so kleinere Sachen wie ein Kontrollpunkt oder eine kontaminierte Zone, die wir freimachen müssen und sowas. Sollen wir da mal rein? Weiß nicht. Weiß nicht, bin mir nicht sicher. Weil ich würde sonst vorschlagen, gehen wir zum Ring. Bin mir nicht oder sicher. Oder zur Siedlung. Machen schnell Einsatz zur Schlosssiedlung. Von da aus gehen wir einfach mal ein bisschen gucken. Was halten Sie davon? Warten Sie. Also die East Mall ist... Ja, wir sehen uns.
Neue Fertigkeiten können freigeschaltet werden. Tralalalalala. Ach so, sie sind noch gar nicht dabei. Ja. Hm. Kopfgeldeinsätze. Oh, ich habe hier Kopfgeld. Aber ich wollte mir noch ein Tattoo holen, eben schnell. Ach. Ja, ja, ja. Sie stehen auf Tattoos? Sie stehen auf Tattoos? Was denn dafür ein? Ich habe hier einen Kopfgeldeinsatz. Den Butcher. Aha. Es gibt uns einen Schlüssel der Hyänas. Gibt uns das. Ja, cool. Könnte ich jetzt aktivieren, aber das mache ich natürlich nicht, wenn sie das nicht möchten. Was ist das denn? Das ist da. Okay. Wo ist denn der Herr Hoxton wieder? Ich komme ja schon. Ist hier schon wieder eine rauchen oder was? Auch ja nicht. Ja, ich würde sagen, wir... Moment, ich schaue noch mal eben kurz auf die Karte. Machen eine kleine Pause, oder? Was haben Sie denn jetzt vor? Eine kleine Pause zu machen. Ein Haupteinsatz oder was? Das besprechen wir dann in der nächsten Folge. So sieht's aus. Tschüss. Tschüss.